Hose, Leute, und willkommen bei einem neuen Part von Dark Master of Might and Magic, Steinhelm brennt. Und wir könnten dran schuld sein, weil wir sind der dunkle Messias. Und ja, vielleicht werden wir alles noch zum Tode bringen. So, die Frage ist, wo geht es weiter? Ich habe eine Vermutung, wo es weitergeht. Nicht hier, sondern gleich da hinten. Aber das ist alles so geräumig. Das sieht doch aus, als würde es ja ein paar Secrets geben. Wie zum Beispiel hier. Aber auf jeden Fall... Das muss doch auch zu was gebracht haben. Oder ist es aber wirklich nur zum Überspringen von... Von einer blöden Stelle. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt hier weitergehen. Hier gibt es ein paar Stacheln. Die werde ich bestimmt gleich gegen Gurz nutzen können. Da kommen sie auch schon. Kommt mal her. Hau du mal zu und du wirst gekickt. Toll. Und dann kriegst du halt da runter. Ist er tot? Er ist tot. Okay. Und kick. Alter. Mich kriegst du aber nicht runter. Und kick. Oh nein. Okay, der ist gerade hier kassiert. Die haben nur so ein blödes Endröhrchen, denke ich. Aber da kommt noch ein neuer an. Aber nee, ist nicht der Fall. Super. Kann ich jetzt aufknacken? Nee, nicht mal notwendig. Dann ist das wohl fast der richtige Weg, oder? Weil hier ist alles dicht. Ja, da muss ich wohl auch hier lang. Stopp, das sieht mir aber auch wieder... Nee, gut, okay. Dann halt nicht. Aber die Leute leben hier schon gefährlich, oder? Wenn die hier morgens aufstehen und besoffen sind, da können die ganz schön runterfallen, wenn sie, also die Einwohner von Steinhelm. Wenn die so leben wollen und können, die dürfen echt... Ach, deswegen gibt es ja kein Alkohol, sondern nur Beerensaft. Ich verstehe. Deswegen nur der Beerensaft, damit die gar nicht besoffen werden, runterfallen. Sehr clever, die Leute. Wer hätte das gedacht? Aber ob das der Grund ist... Ich glaube, nein. Okay, hier gibt es... Das meiste Dips hatte ich schon mal. Habe ich dagegen entschieden. Und kurz vor Schluss kriegt man ganz viele Sachen geschenkt, so wie es aussieht. Und den Hintergrund konnte man nicht im Dunkeln sehen. Das war echt mies. Hier ist noch ein Schränkchen. Mit nichts außer Kleidern. Mit Beerensaft kann ich gerne wieder mitnehmen. Ja. Bewegt sich eigentlich der Vorhang? Ja, er bewegt sich. Sowas finde ich immer schön. So, das meiste Diebst werde ich nicht gebrauchen. Aber was ist das denn hier? Ja, ich hatte einen doppelten Blitzschild. Jetzt kriegen wir echt Sachen geschenkt. Scheiße. Ich erinnere mich an die Stelle. Jetzt kommen die richtig beschissenen Gegner, Leute. Auf die ich überhaupt keine Lust habe. Weil die echt zum Kotzen... Ja, komm. So doof bin ich jetzt auch nicht. Hä? Dann schießen wir es halt nur auf die Art und Weise ab. Weil auf Treffer habe ich keine Lust. Alter. Willst du mich verarschen? Dann mache ich es halt doch etwas anders. Vielleicht bringt das was. Geht doch. Und das... Wieso gibt es keine Lichtquelle? Ich wollte jetzt hier Licht haben. Dann muss ich halt mir doch wieder auf andere Art und Weise Licht verschaffen, indem ich das mache. Was gibt's hier? Feuerfalle, Feuerfalle, Einfrieren, Sanktuarium. Ja. Super. Ansonsten gibt's hier nichts. Wie gewohnt. So, und jetzt kommt die Kacke. Auf die ich überhaupt keine Lust habe. Hinter dieser Tür beginnt das Grauen. Und das ist, glaube ich, leider nicht übertrieben, weil das echt die dümmste und schwierigste Stelle im ganzen Spiel ist. Ihr hört es schon. Es gibt hier wieder ganz viele Zombies. Und wenn die mich wieder... Ja, irgendwann geht halt mein Gegengift aus, wenn die mich ankotzen. Deswegen werde ich jetzt vor jedem Gegner speichern, um einfach mein Gegengift zu sparen. Ja, sag ich doch. Scheiße, fick dich. Blöder Penner. Ich habe eine andere
andere Idee, wie ich die besiegen könnte. Regelmäßig quasi. So, ich warte noch, bis der runterkommt. Okay, rüber. Und treten. Okay. Nein, 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 du bleibst mal schön liegen. Alles klar. Das wäre vielleicht eine Lösung, womit ich die massenmäßig besiegen könnte. Gut, der braucht sowieso noch, bis er ankommt. Ja, bis dahin habe ich längst die Tür aufgeknackt. Hoffe nur, dass dahinter kein Zombie steckt. Ach. Mach die Tür gerade mal zu. Da habe ich erstmal meine Ruhe. Und hier gibt es nur Futter. Leck mich doch am Arsch. Die Secrets sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist, hier gibt es echt nur Futter. Ach, doch nicht. Ein Heiltrank. Sehr, sehr gut. Okay, ich pack sofort den guten alten Eisbogen aus. Scheiße, sind überall. Das ist nicht gut. Hä? Der lebt noch? Okay, Hauptsache durch die Wand getötet. Wehe, du vergiftest mich. Wehe, du vergiftest mich, mein Freund. Alles klar, der ist tot. Ich speichere das. Nein, nein, nein. Ich wollte schon den Move dazu machen, mich zu vergiften. Okay, das hat doch einigermaßen funktioniert. Aber ich habe noch einen anderen Gegnertypen von Zombie im Kopf. Der richtig scheiße ist. Der ist mal so richtig scheiße ist und ordentlich viel aushält. Den ich überhaupt keine Lust habe. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich gucke mir erstmal hier noch ein bisschen um. Beziehungsweise hier gibt es eine andere Tür, die ich knacken kann. Hey, gut, dass ich Schlösser knacken gemacht habe, weil wenn ich das zum ersten Mal gemacht habe, konnte ich das gar nicht. Und hier ist ein Zombie drin. Wer hätte gedacht, ich habe schon fast damit gerechnet, dass hier irgendwo meiner ist. Gut, was haben wir hier? Ja, irgendwelche Schriftrollen wieder, die ich nicht brauchen kann. Die ich ja trotzdem gerne mitnehme. Und hier haben wir einen Heiltrank, Heiltrank und den Mana-Trank. Könnte ich jetzt dazu benutzen, mich zu heilen, aber nee, habe ich keine Lust zu. Weil so viel fehlt jetzt auch nicht. Gut, ich packe einen guten Blitzschild wieder aus. Und ich komme auch auf diesen Gegnertyp. Weil der ist echt scheiße. Okay. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Das wirkt mir doch irgendwie wie ein Secret. Oder was? Oder wie? Oder wer? Ich finde nichts. Ich gehe weiter. Lad den Schlag auf allem wieder auf. Ja, große Klasse. Ah, das ist Percy. Gerade mitten im untoten Haufen. Ihr habt es hierher geschafft. Mal sehen, ob ich euch hineinbringen kann. Ja, wenn ich jetzt Percy wirklich beschützen muss, drehe ich durch. Ich hasse Escort-Missionen, wie jeder andere Mensch auch. Seht ihr das Gitter? Ich öffne es für euch, sobald der Wasserspiegel hoch genug gestiegen ist. Ich erinnere mich. Ich jetzt das Wasser laufen. Es ist das Ventil da drüben. Ihr müsst es drehen, um es zu öffnen. Sobald das Wasser läuft, öffne ich das Gitter, dann könnt ihr hinein. Sofort. Ich muss erstmal einbrechen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du pennst? Ich glaube, ich muss mal wecken. Ich habe nur getreten. Das hat gereicht, um ihn zu töten. Wenn du so leicht umkippst, dann hast du auch es verdient zu sterben. Ach, ja, na gut. Das ist... die Stelle ist so kack. Okay, Leute. Ja, Tür zu. Ich gehe nochmal kurz zu Percy rein. Der müsste hier stehen. Ja. Wenn ihr bereit seid? Noch nicht ganz, mein Freund. Das kann ich alles gebrauchen. Wie gesagt, die Stelle, die gleich kommt. Ich kann nichts machen, bis ihr das Ventil aufgedreht habt. Mach das selber jetzt. Die Treppe hinauf. Du nicht machst, mach ich das halt. Wenigstens gibt es hier ein paar Schweine. Ja, war ja klar. Okay.
Halt ohne Percy kann ich es nicht schaffen. Wenn der verreckt, dann ist die Sache gelaufen. Und ich glaube, das kann passieren. Das war ein Secret? Ernsthaft? Mach auf. Gib mir den Trank. Oh, die Standtränke sind voll. Die habe ich zwar noch nie benutzt, aber vielleicht am Schluss mal irgendwann. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Dankeschön. Die, oh, sorry fürs Rülpsen. Musste gerade sein. Die Schriftrollen werde ich auch niemals benutzen. Aber ich bin echt erstaunt, dass man das Spiel, also, dass man überhaupt gar nicht zaubern muss, um Zauberkräfte zu nutzen, weil es gibt einmal die Schriftrollen, es gibt zu einem aber auch die Fernkampfbögen, mit denen man das ordentlich machen kann. Hm. Ah, verstehe. Ich bin vollkommen sonst hier lang gelaufen. So, denn sobald der Wasserspiegel steigt, kann ich dann auch da hinten reinpreschen. Woher kommen die Geräusche? Egal. Sollen da doch halt Geräusche sein. Ich bin mir sicher, dass hier. Okay, wurde entdeckt. Ey, schub doch bitte. Ja, komm, schub's halt so. Und Ghouls. Und tot. Halt, lebst noch? Jetzt nicht mehr. Okay. Perfekt. Nein! Ich hasse es, wenn er daneben haut. Jetzt aber. Hau mal zu. Danke und hauen. So habe ich meine Zombies, meine Ghule gerne geröstet. Da kommt her. Ey Leute, ich sehe euch doch. Dann werdet ihr halt vereist. Von mir aus. Haha, juhu, ich liebe das. Komm her, komm her. Kommst du her? Da kommen noch ein paar. Sehr schön. Bleib ruhig da oben stehen. Alles in Ordnung. Ah, schade, ich könnte irgendwie noch. Komm her. Das war nicht gut. Alter, mach mal halblang. Du bist geröstet. Ja, muss ja auf jeden Fall sterben erstmal. Fuck. Alter, wie ich euch cool einfach hasse. Okay, er brennt. Der ist schon halb tot. Alles klar. So. Ging ja eigentlich. Ich habe hier noch ganz, ganz andere Zombie-Typen im Kopf gehabt, die mich so dermaßen abgefuckt haben. Aber irgendwie. Das scheint es zu sein. Beeil dich. Aber sie ist vielleicht schon drin. So, ganz hochfahren. Alles klar. Nix hier weg. Gut. Wasser ist gestiegen. Jetzt macht der Typ überhaupt nicht das Ding auf. Viel Glück. Wir machen hier eine Percy. Danke, Percy. Ah, schade, ist gescheitert. Oh Mann. Oh Mann. Schade. Nein. Okay. Okay, irgendwie ist es nicht gescheitert jetzt gewesen. Passt. Mag ich. Gut, geht. Ich muss mal kurz gucken, was ich gleich mit dem verbrauchten. Oh, ich muss erstmal hoch. Hochsteigen. Alter, hoch. Hier geht's bestimmt irgendwas im Wasser. So, Leute. Ich muss kurz gucken. Ich kann nämlich im Inventar reingucken, wenn ich
im Wasser bin. Das ist dämlich. Aber realistisch. So. So, jetzt nochmal nachgucken. Ob es hier irgendwelche Schätze gibt. Nee. Einfach nein. So, was habe ich eigentlich eben für eine Rüstung aufgesammelt? Ich glaube, mich erinnere, dass ich irgendwie eine Rüstung aufgesammelt hatte. Wahrscheinlich war es einfach die. So, ich könnte jetzt Glückstreffer steigern. Oder... Was gibt's denn hier Feines? Ich könnte auch warten, bis ich stärkere steigere. Könnte sich gegen Ende als nützlich erweisen. Adrenalin erlaubt den Austausch. Adrenalin erlaubt Austausch und Todesstreichen. Okay. Ist natürlich sehr nett. Schnelleres Nachladen brauche ich nicht wirklich. Das sind die ganzen Magier-Sachen. Aktuarium, magischen Schild, ist klar. Brauche ich eigentlich nicht. Bezirzen. Nee, ich will ja nicht zaubern. Magische Affinität, ja. Nee. Verstohlenheit. Ja, es ist Dolch-Sachen. Nee, dafür ist es mittlerweile echt zu spät. Ich spare mir auch für Stärke. Ich spare mir auch bis für Stärke. Ich werde dann zum Supertypen, der mit Chat umgehen kann. Was war das? Hallo? Hallo? Was ist das? ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ist ein bisschen komisch. Alter, was ist das denn? Ich speichere mal kurz. Und, na gut, hier ist wieder flüssig. Oh, da oben ist doch was. Da. Na gut, lass es einfach sein. Scheiße, die Stelle ist das. Oh, oh. Ja, ihr wisst nicht, was gleich passiert. Ich aber schon. Ich werde mich heilen. Ich bin gerade zu mies, Leute. Ihr könnt euch auf was gefasst machen, was im nächsten Part passiert. Ich werde jetzt den Part einfach beenden. Weil das passt nicht mehr in den Part, was gleich passiert. Von daher werde ich mich verabschieden, Leute, und sage Tschüss.